Das Tor der Besiegten, jetzt, das ist jetzt Level 15, wobei die Quest davor Level 19 war. Wollen die mich verarschen? 22. Echt jetzt? Okay. Verrückt. Wo muss ich denn hin? Darunter. Ich glaube, ich werde mich mal porten. Nur gezückte Klingen können diese Rebellion beenden. Stärke sei mit uns. Stimmt es, dass du Hikaru gerettet hast? Ich glaube, ich werde mich porten. Dieser Speer ist eine speichern. Starke Waffe. Und dann können wir mal hier runter. Zack, zack. Ne, also wenn du da so zwei Parteien hast, die einfach nicht miteinander reden wollen, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Hallo? Ah, okay, da lang. Meine Kraft. Es sind viele wütende Tenakt. Raka und Yara sind schon hier. Fremde von der Kulrot. Du bist ihr Kommandant. Du kannst es stoppen. Du bist hier. Nee. Die Heldin der Kulrot. Aloy, willst du dir die Herausforderung ansehen? Muss es denn eine Herausforderung geben? Oh ja, muss es. Wenn du darauf bestehst, stürzen sich all diese Truppen in den Kampf. Wie viele werden hier sterben? Zu Und wie viele werden bei Vergeltungsaktionen in unseren Dörfern sterben? Es muss doch auch anders gehen. Hört, was sie zu sagen hat. Das seid ihr beide ihr schuldig. Yara, ist das hier wirklich notwendig? Er hat die Wunde sabotiert. Du glaubst doch nicht, dass er nichts davon gewusst hat. Und es war alles Teil seines Plans, einen Konflikt zu provozieren. Verstehst du nicht? Das ist, was er die ganze Zeit wollte. Es ist egal, wie viele sterben, solange er kriegt, was er will. Das Kommando über den Clan. Nein. Ich werde das beenden. Jetzt. Draka, du hast viele gute Jäger verloren, um Maschinenherzen gegen Wasser tauschen zu können. Willst du noch mehr verlieren? Aber das ist doch der Grund, weshalb ich das mache. Wieso mussten meine Leute überhaupt nach anderen Quellen suchen? Ich schwöre, ich hatte nichts damit zu tun, was in der Wunde passiert ist. Ukta kam zu mir, er hat unterirdische Lecks gefunden, die wohl zu einem Brunnen führen, das war's. Ich habe ihm nicht gesagt, er soll die Wunde trockenlegen. Dann hört auf, damit wir darüber reden können. Nein, genug geredet, keine Lügen mehr. Yara ist nicht zu trauen, das ist erwiesen. Okay. Oh, shit. Wir müssen uns entscheiden. Leute, ich lasse euch entscheiden. Verbünden wir uns mit Yara? Verbünden wir uns mit Draka? Oder verbünden wir uns mit keinem? Ich bin ein bisschen überfragt, wenn ich ganz ehrlich bin. Mit keinem? Okay. Keinem? Das ist auch immer so die beste Taktik irgendwie. Einfach mit gar keinem. Das habe ich bei Witcher auch probiert. Obwohl, nee, da war es genau umgekehrt. Bei Witcher 3 wollte ich mit allen. Hat nicht funktioniert. Ja gut. So wollt ihr also euren Clan retten? Ein Massaker, um zu ermitteln, wer die Befehle gibt? Lasst diesen Irrsinn und arbeitet zusammen. Sie hat recht. Legt eure Speere beiseite. Kehrt zurück nach Hause. Und sie behält das Kommando? Niemals! Siehst du? Alles, was er will, ist, mich abzusetzen. Sein Rachefeldzug muss hier enden. Da sind wir mal einer Meinung. Wähle eine Seite, Aloy. Denn wir werden das jetzt klären. Es muss einen Weg mit weniger Blutvergießen geben. Die Tenakt machen es sich nie leicht, oder? Leider nicht. Es war ein Versuch wert.
Nehmen wir die olle Ische? Ganz ehrlich, eigentlich finde ich die scheiße. Draka kann ich gerade irgendwie nicht zuordnen, weil ich so lange wieder raus bin. Deswegen weiß ich nicht mehr, was wir mit dem eigentlich da... Ach doch, das mit dem Bollwerk, ne? Eigentlich sind beide scheiße. Ich könnte jetzt eh eine Mene Miste machen. Ach, ich mag die Olle nicht. Es geht nicht darum, dass Draka gegen dich konspiriert, Yara. Es geht um dein Volk. Du hast sie über die Wunde belogen. Du hast auch gesagt, dass nur ihr Überleben zählt. War das auch eine Lüge? Denn wenn nicht, dann tritt zurück. Gib Draka eine Chance als Kommandant. Es war keine Lüge. Deshalb übergebe ich den Befehl niemals jemandem wie ihm. Dann kämpf gegen uns. Nur gegen uns. Du willst Leben retten? Dann halt deine Truppen da raus. Ich habe gesehen, wie du kämpfst. Diese Soldaten kämpfen mit mir. Dann kämpfen wir mit Aloy und Draka. Dann sind wir gleich viele. Es macht mir keine Freude, gegen euch zu kämpfen. Das ist sehr viel Kämpfen in wenigen Sätzen. Wir kämpfen es unter uns aus. Ja. Der Sieger hat das Kommando. Ja, moin. Dann los. Oh Mann, darauf habe ich mich echt gefreut. Und das soll mich aufhalten? Eventuell. Nice. Nur eine weitere Narbe. Soldat. Du wirst mein Schwert schmecken. So ein Treffer, stopp! Und kriegen wir das so? Es gehört mehr dazu, mich zu erledigen. Wow, geh doch mal weg, du. Schön daneben geschossen. Ganz toll, Aloy. Zum Ab. Sei immer wach. Kein Schuss mehr übrig. Das ist schlicht. Du darfst einsuchen. Es ist vorbei. Mann 1989. Lara beim 100 Tod 10 Hampelmänner Frage für einen Freund. Armen Nachbarn. Nein. Boah. Keine Sportsachen, nicht bei dem Wetter zurzeit.
hättet ihr nicht tun müssen. Hikaru hat nichts getan und Regala hat rebelliert. Okay, also, wie sieht der Plan aus? Die Wunde hat immer noch nicht genug Wasser für alle. Ich versammle die Anführer aller Wüstendörfer. Wir finden einen Weg. Einen Moment lang klangst du wie ein richtiger Kommandant. Dein Vertrauen ist inspirierend. Hier, nimm den. Als Dank für das, was du heute getan hast. Mhm. Du hättest dich raushalten können. Das vergesse ich dir nicht, Wüstenflamme. Die Luft ist dick vor Hitze. Dann nehme ich das Singen. Dann nehme ich das Singen, haha. So, da warte ich hin. Wollen wir sie mal entbluten. Da ist noch was. Deine Ehre ist in aller Munde. Alle klingen gegen Regala. Haben wir noch irgendwo blaues Kraut? Die heilenden Beeren. Meine Kraft ist dein. Okay, die würde vorher eine Abstimmung machen mit Liederauswahl. Ja. Kannst du gerne machen, aber kein Helene Fischer. Nee. Nee, 40 Jahre die Flippers hatten wir schon. Das wird nicht gehen. Nope. Habe ich die schon? Nee. Wenn wir eh schon mal hier sind, dann machen wir eben auch noch das Ding hier. Hui. Oder war das das, was wir noch nicht machen können? Digimon, oh ja. Das würde ich sogar machen. Also das singe ich auch mehrmals. Schmann 1989. Stirb, Lara, stirb. Nein. Nein, nein, nein. Hallöchen. Steves Lieder. Ja, könnte man machen. Ich glaube, hier konnten wir noch nichts machen, ne? Das war das Ding, was wir noch nicht machen konnten. Ja, ich erinnere mich. Der Kater-Song. Der Kater-Song ohne Lachen. Geschafft. Der Kater-Song ohne Lachen. Ich glaube, das wäre ziemlich übel. Hey, wir können die Hauptquest weitermachen. Geilo. Aber bevor wir das machen,